Herzlich willkommen zur kurzen Pause mit Petri, Bernhard Speller, Pfarrer der evangelisch-reformierten Petrikirche in Minden. Ja, Schnee haben wir, so viel wie schon lange nicht mehr. Manchem so viel wie mehr als einem lieb ist. Eingeschlossene Autos, Wege, die unpassierbar sind, aber doch auch zugleich Kinderlachen. Viele, die sich freuen darüber, endlich mal wieder Schnee zu haben. Schnee in der Bibel, da kommt er selten vor. Nun, in Israel und dort in der Umgebung schneidet es ja auch selten. Auf den Bergen Libanons, so heißt es manchmal, ist es schneeweiß vom Schnee. Auf den Bergen wie dem Hermon, auch wo man heute auch im Nahen Osten noch Ski fahren kann. Aber sonst wird Schnee einfach verwendet als ein Sinnbild für das ganz Reine, für das ganz Saubere. Mache mich rein wie weißen Schnee, so heißt es etwa im Buch des Propheten Jesaja. Und das Gegenteil von weiß, von Reinheit des weißen Schnees ist etwa nicht schwarz, sondern oft blutrot oder Scharlach. Die Farbe Rot als die Farbe, die für etwas Schlimmes, für etwas Schreckliches, ja wahrscheinlich auch für Wunden, für Blut steht. Und weiß als das Gegenteil, als das makellose, saubere, weiße Gewänder, die ein Engel anhat, weiße Gestalten, die weiß wie Schnee leuchten. Solche Vergleichsbilder gibt es dort. Ja, der weiße Schnee, er fasziniert bis heute. Ich kann mich noch erinnern als Kind, wie es war, wenn mehrere Tage Schnee lag und der Ruß der Gegend setzte sich auf den Schnee und auch vieles, was weiß war, war schnell wieder grau. Da hat sich vieles geändert. Zum Glück, die Luft ist wieder sauberer und der Schnee bleibt schon noch sehr lange weiß. Und der biblische Gehalt ist aber der, dass dort, wo Schnee ist, da ist Sauberkeit. Da, wo dieses leuchtende Weiß ist, wo es hell ist, da geht es den Menschen gut. So wie es uns gut geht, wenn wir jetzt bei diesem sonnigen Schneewetter hinaustreten und die klare, frische, reine Luft atmen, die dieser frostige Zeit uns bringt. Eine Abwechslung, auch vor allem mal ein anderes Thema in dieser sonst durch Corona bewegten Zeit. Ich wünsche uns ein gutes Durchkommen durch diesen jetzt schönen Teil des Winters in dieser nächsten Zeit. Ich wünsche uns aber, dass wir alle wieder gute Zeiten vor uns haben, egal ob mit oder ohne Schnee, aber in denen wir uns so wohl und so rein fühlen können, wie zu Zeiten des Schnees. Du machst mich rein wie weißen Schnee, so sagt der Prophet. Und das ist etwas, was man über Gott nur sagen kann, dass er uns reinigt. Die reinigende Kraft des Frostes und dieser klaren Luft, die spüren wir. Gottes Kraft mögen wir alle spüren. Haben Sie einen schönen Tag und eine schöne Zeit in dieser winterlichen Landschaft.